was Eternal Quest auf Englisch bedeutet. Der ein oder andere kennt mich. Ich heiße Markus Bader, habe einst klassisch Klavier als Leistungsfach im Bereich Schulmusik an der Mannheimer, an der Stuttgarter Musikhochschule studiert. Danach 2 Semester am College of Music in Boston als Auslandsstudium dazwischen geschoben und schließlich meine Hochschulausbildung in Stuttgart, danach mit 2 Jahren Jazz abgeschlossen. Wieso ich Musikunterricht nicht auf Klavierunterricht begrenze, sondern Musikunterricht als ganzheitliche Erziehung aufwerte, hat Gründe. Weit weg von marktstrategischen Beweggründen. Obwohl ich einst Violine, Posaune, Schlagzeug, Nebenklavier mehrere Jahre bei Lehrern gelernt habe, habe ich mich trotzdem vornehmlich auf Piano heutzutage fokussiert. Klar weiß ich deswegen heute funktionierende Methoden, wie ich welche Taste zu welcher Zeit flink und treffsicher in einer adäquaten Geschwindigkeit betätigen kann. Jedoch ist der Fokus meines Unterrichts an der Mannheimer Musikhochschule und an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach, was in Bayern ist, bei Günzburg, neben dem bewussten Reproduzieren diverser Musikstile wie Volkslieder, Pop, Rock, Jazzliedern, eben heute Songs genannt, und diverser klassischer Klavierwerke, bald flankierend das Kreieren dieser diversen Stilistiken, das Komponieren, das Produzieren, Arrangieren und Instrumentieren. Auch die beiden von mir in YouTube interpretierten spätromantischen Klavierstücke sind keineswegs lediglich zu hören, sondern wurden von mir harmonisch, funktional und formal analysiert. Das melodisch-harmonisch-formale Konstrukt wird also neben dem schlichten Ertönen auch audiovisuell analytisch durchforstet. Jeder, der mein Buch Neue Improvisationslehre durchforstet hat, kennt die Trinität von Akquirieren, Assimilieren, danach Anwenden. Der Weg des Musizierens muss und sollte stets auf das Anwenden, das eigene Kreieren und Interpretieren sich bündeln, nicht beim Interpretieren eben stoppen. Ziel durch meine beiden Bücher und meine mehr als 250 Lehrvideos ist vornehmlich, einen Masterplan zu erkunden, wie in diversen Stilistiken von Barock über Klassik, Romantik, Jazz, aber auch Volksliedern und sogenannter Popmusik verschiedene Gefühle auditiv transferiert werden. In meinem Webshop und meiner Webpage könnt ihr viele Eigenkompositionen von mir, komponierte und arrangierte Orchesterwerke zudem hören, könnt einige meiner Gedanken und Hintergründe lesen, könnt diverse Stilistiken von mir hören, um einen Eindruck zu gewinnen, wie und wozu ich musikalisch behilflich sein könnte. Jeder, der meine Gedanken in meinen PDF-Files verfolgt und wird mit mir übereinstimmen, dass es keineswegs ein lediglich subjektiver Abwegegedanke von Markus ist, Musikerziehung als gesamtheitliche Formung, Ausbildung, Konstituierung, also Erziehung anzusehen. Was ein Laufenlernender, Fahrradler, Autofahrer, Sprachschüler, Schwimmer usw. so benötigt, ist motorische Fertigkeiten. Wie ein Tag, eine Woche, Monat, Jahr, wie ein Tanz, ein Ausritt, benötigt alles einen Rhythmus, wie der Sprachrhythmus. Wie im Leben muss Harmonie bewusst erzeugt und Disharmonie bewusst aufgelöst werden, im besten Fall eben ohne Mediator. Auch um dem Beethovenschen Leitsatz von Herzen zu Herzen gerecht zu werden, benötigte es angesprochene Rhythmik, Harmonie, Disharmonie, Form, um emotionalisierend zu informieren. Es benötigt für einen Redner einen sogenannten Sprachrhythmus, rhetorische Mittel, Logik, Dramatik, Harmonie und Disharmonie im natürlichen Wechsel, um derartig zu emotionalisieren und zu informieren. Deswegen ist Form, Rhythmik, Harmonik und Melodik mit Weisheit einzusetzen und trainierend zu erlernen, um ganzheitlich weltweise zu werden. Egal, ob mein Lebensziel Musiker ist oder ob ich Albert Einstein
kopieren will oder toppen will. Albert Einstein war ein hervorragender Geiger dazu. Und dazu zum Informieren, zum Erlernen ansprechender Methoden, um Harmonik, Melodik, Rhythmik zu beleben, emotionalisieren zu beleben, durchforstet meinen Webshop, durchforstet meine Lehrvideos und habt Spaß und Erfolg dabei. Tschüss, bis bald.